Jeder regt sich auf über unsere deutsche Gerichte und deren Urteile. Und ob wir da wirklich eine Möglichkeit haben, das wollen wir uns mal anschauen. Herzlich willkommen bei Warum unkritisch, mein Name ist Lil. Schön, dass du ein bisschen Zeit für dieses Video hast. Wenn es dir gefällt, dann kommentiere es gerne und abonniere den Kanal, denn ich möchte natürlich noch ein bisschen wachsen. Es geht heute, wie gesagt, um die deutsche Gerichtsbarkeit, die Unabhängigkeit oder geht es hier doch eher um politisch motivierte Urteile, die hier deutsche Gerichte sprechen. Und es geht natürlich auch um Marco Buschmann, unseren Justizminister. Bleibt aber auf jeden Fall dran, denn wir haben durchaus eine Möglichkeit, uns gegen diese doch etwas sehr, ich sag das mal ganz krass, verkommenen Staatsanwaltschaften zu wehren. Marco Buschmann ist unser Justizminister, FDP. Und man muss schon sagen, er ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Je nachdem, welche Aussagen er tätigte, weißt du nicht, was meint er denn eigentlich? Okay, er ist natürlich von Haus aus Jurist und das könnte schon sein, dass das halt eben zu seinem Berufsbild dazugehört. Aber letztendlich muss er als Politiker und als Justizminister dieses Landes doch ganz klare Stellung beziehen, wenn er denn gefragt wird, die auch jeder versteht und vielleicht sogar er selbst. Aber das, was er jüngst nun geäußert hat, da muss man einfach die Frage stellen, hat er eigentlich selber gemerkt, welches wirre Zeug er erzählt und wie er sich selbst widerspricht? Also unfassbar. Worum geht's? Er hat sich natürlich auch zu dem ganzen Thema Kalifat geäußert, nicht wahr? Wie ihr wisst, gab es ja damals diese Hamburger Demonstration, angemeldet durch die Gruppe Muslim Interaktiv. Und auf dieser Demonstration gab es ja so verschiedene Plakate mit der gleichen Aufschrift: Kalifat ist die Lösung. Marco Buschmann äußerte sich dazu. Und diese Aussage ist wirklich eine absolute Wortklapperei. Das glaubt man nicht. Also er sagte, wenn sich Islamisten in Deutschland positiv über das Kalifat als Herrschaftsform äußern, dann ist dies laut seiner Meinung zwar absurd, aber nicht zwangsläufig ein Fall für die Justiz. Also wenn sich Islamisten für das Kalifat als Herrschaftsform aussprechen, dann ist das zwar absurd, diese Forderung, aber es ist kein Fall für die Justiz. Hingegen ist es dann aber ein Fall für die Justiz, so Marco Buschmann weiter, wenn eine Terrorgruppe oder extremistische Vereinigung einen Satz schreiben würden wie "Das Kalifat ist die Lösung", ja dann wäre das ein Fall für die Staatsanwaltschaften. Also Punkt 1. Wenn man nur schreibt auf einem Plakat "Kalifat ist die Lösung", also ohne das Wort "das", dann ist das nicht strafbar und kein Fall für die Justiz. Liest man aber dann einen Satz auf einem Plakat, "Das Kalifat ist die Lösung", ja, dann kann man das halt eben anzeigen. Vor allen Dingen, wenn es von einer Terrorgruppe oder einer extremistischen Vereinigung kommt. Jetzt könnte es ja sein, dass die Herrschaften seinerzeit in Hamburg aber das Plakat nur deshalb mit "Kalifat ist die Lösung" verwendet haben, entweder weil sie keinen Platz gehabt haben oder weil sie nicht wussten, welches Pronomen nimmt man denn in Deutschland. Das Kalifat, der Kalifat, ne? Wussten sie vielleicht nicht, also haben sie gesagt, okay, lassen wir weg, schreiben wir nur "Kalifat ist die Lösung". So, und die zweite Geschichte, die Buschmann dann auch mal hier erwähnt, es sei dann halt eben ein Fall für die Staatsanwaltschaft, wenn es sich um eine Terrorgruppe handle oder eine extremistische Vereinigung. Ja, hat er mal beim Verfassungsschutz nachgefragt. Die Gruppe Muslim Interaktiv wird vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft und natürlich auch beobachtet. Warum man die nicht verbietet, na gut, okay, machen ja noch keinen Terror, ne? Schreien ja nur fürchterlich rum. Also von daher ist das wirklich nicht zu fassen, dass er der Meinung ist, die Muslim Interaktiv sei keine extremistische Vereinigung. Finde ich schon wirklich sehr verrückt. Was ist die Konsequenz? Islamisten werden in Deutschland juristisch nicht verfolgt. Sie werden mit Samthandschuhen angefasst, obschon die meisten Islamisten tatsächlich das gesamte System der Bundesrepublik Deutschland und unsere Gerichte, unser Grundgesetz letztendlich ablehnen. Und sie sagen immer, das gilt für uns nicht. Für uns gilt, na was denn, der Koran. Es ist insofern schon ziemlich verrückt, weil nicht jeder vorgestellt wird. Islamisten nicht, andere hingegen durchaus. Und wer hier vor Gericht gestellt wird, das entscheidet scheinbar doch eher die Politik und nicht unser Rechtssystem. Das muss man ganz klar so sagen. Und wenn hier irgendwelche Reichsbürger, diese Rentnergang, vor Gericht gestellt wird, die ja nun wirklich keine Gefahr für Deutschland sind, oder?
dann ist das doch schon sehr verwunderlich. Aber Islamisten lässt man einfach freie Hand. Und dann gibt es natürlich noch etwas, was sehr, sehr fragwürdig ist. Alles für Deutschland. Diesen Satz haben ja mehrere schon benutzt. Nur der eine wird dafür vor Gericht gestellt. Die andere wird sogar Staatsministerin. Und das ist Dorothea Beer. Ach toll, oder? Obwohl sie den gleichen Satz benutzt hat. Der EuGH hat im Übrigen bereits vor 5 Jahren, also der Europäische Gerichtshof, der hat im Übrigen vor 5 Jahren schon festgestellt, das war im Jahr 2019, dass die deutschen Gerichte, die deutschen Staatsanwaltschaften nicht unabhängig sind von der Politik. Das war im Jahr 2019. Das heißt, das Nichtvorhandensein der Unabhängigkeit unserer Justiz hat nichts mit der Ampel zu tun. Die nutzen das natürlich schamlos aus, ist ja völlig klar. Sondern dieses Problem begleitet uns schon seit vielen Jahren. Und weil das EuGH in 2019 festgestellt hat, dass die deutschen Staatsanwaltschaften alles andere als unabhängig von der Politik agieren, dürfen deutsche Staatsanwaltschaften keine europäischen Haftbefehle hier ausstellen. Und das EuGH hat hier schon mehrmals Drohungen ausgesprochen. Passiert ist aber bis heute nichts. Die politische Beeinflussung unserer Gerichte, die ist wirklich massiv vorhanden. Und das kann man auch am folgenden Fall hier erkennen. Es gab hier eine Politikerin, die wurde verurteilt und bestraft, weil sie die Wahrheit aus Statistiken zitiert hat. Ja. Und zwar ging es darum, dass sie festgestellt hat, dass überproportional viele Migranten in der Bundesrepublik Deutschland schwere Vergehen begangen haben. Problem bei der ganzen Geschichte, es kommt immer darauf an, wer die Wahrheit hier ausspricht. Und diese Politikerin ist zufälligerweise Mitglied der AfD. Wäre sie Mitglied in einer anderen Partei, wäre das wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. So steht zumindest zu vermuten. Und dieses Urteil gegen diese Politikerin hat sogar international für Empörung gesorgt und hohe Wellen geschlagen. Also Elon Musk hat sich zum Beispiel bei Twitter geäußert und sagt, welch ein Irrsinn passiert denn da in Deutschland? Tja, das kann auch wirklich nur hier in Deutschland passieren. Also von daher müssen wir einfach mal festhalten, Gewaltenteilung haben wir nicht wirklich. Das heißt, es gibt Zeit, dass der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, gegen Deutschland hier Sanktionen verhängt. Können wir das ein bisschen beeinflussen? Ja, können wir. Das ist nämlich unsere Möglichkeit, die wir haben. Jede Privatperson kann den Europäischen Gerichtshof anrufen und sagen, dies und jenes ist in meinem Sinne nicht gegeben. Und es ist einfach so, solange hier nicht die deutschen Gerichte auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, haben wir hier keine vernünftigen, neutralen Gerichte. Auf dem Boden des Grundgesetzes bedeutet nämlich was? Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Egal welcher politischen Neigung sie angehören, welcher Partei und egal welcher Rasse, welcher Mentalität, das ist völlig klar. Das ist aber nicht hier gegeben. Auch im Übrigen, wenn du auf der Straße gegenüber einem Polizisten die Befolgung des Grundgesetzes einforderst, tja, dann kann es dir passieren, dass du eine Spezialbehandlung bekommst. Haben so einige von uns erlebt während der ersten, zweiten, dritten Corona-Demonstration. Ich freue mich sehr auf eure Meinung und wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.